Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum ersten Part im neuen Jahr. Frohes Neues. Und ja, es ist momentan nicht viel los, aber ich habe mehrere Weihnachtsbäume gefunden. Zwei Christmas Tree hier oben bei diesem, ja, ungefähr hinter diesem dürren Baum. Zwei direkt nebeneinander. Also, das kann ich euch gerne noch zeigen. Ja, komm, machen wir das noch kurz. Heute gibt es halt weniger zu sehen, es sind sehr wenig online. Also es ist nichts los in der Warzone und ich kann deshalb nichts zeigen. Parts kommen also dann, wenn Warzone etwas los ist eher. Und ich werde wahrscheinlich nichts reden, das Video schneller machen und schneiden. Weil so viele Parts gibt es eben nicht, dass ich wenig Zeit hätte. Ich habe heute schon trainiert, also könnte ich heute noch ein Part machen, wo es ein bisschen schneller geht. Ich könnte ja sonst mich muten dann so gegen Ende parten, da kann ich noch ein bisschen zeigen, wie wir ja tun leveln hier am Strand, zum Golems töten, aber da ist gerade auch ein Ritter am Töten, das hat ein bisschen schwer. So, jetzt kommen sie, also einer ist hier, genau, und der andere ist hier oben, also zwei an einer Stelle in einem Bild. Das muss ich gleich mal fotografieren. So, fotografieren eher auf Deutsch. Also Schweizerdeutsch. Und das machen wir gleich mal so, dass wir das gleich hier hochladen. Sind nämlich zwei auch bei Birka. Happy New Year. Hochladen. So, dann haben wir das auch gemacht. Und, jo. Was habe ich bekommen? Ja, gut, Kristalle. Ein Weihnachtsschlitten nochmals. Hä, werden die hochgesteckt? Ich habe doch den nicht gebraucht im letzten Mal. Wahrscheinlich schon, es wird immer nur einer und der wird hochgebracht im Inventar. Was ja neuer ist, der den alten ersetzt. Und fünf Duellflaggen. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Jahr. An Weihnachten Herr Helion und mehrere ja, coole Sachen, wie zum Beispiel diese Hämmer. Habe ich auch schon 15, glaube ich. Ja, das Aasgeier-Juwel ist auch ein Weihnachtsgeschenk. Die Buckets. Der Weihnachtsbaum war ein Weihnachtsevent. Soulmonger Todeszauber habe ich erfahren. Ah, hier sind die Reparaturhammer. Ja, sehr schön. Und Giraffe ist auch immer noch hier. So werde ich angeben. Aber es war ein cooles Weihnachtsevent. Das ist wirklich das beste Regnum Weihnachtsevent, das es je gab. Auch wenn es nicht gewollt ist vom Entwickler. Die haben eher weniger fürs Weihnachtsevent gemacht. Ich bin halt ein bisschen aktiver dieses Jahr. Und deshalb ist es schon ein cooles Event. Jo. Und Videos werden wahrscheinlich ab jetzt einfach ein bisschen weniger kommen, wo ich rede, bis ich dann Level 60 bin und alle, ja, es ist auch spannend genug mache. Und ich werde wahrscheinlich dann irgendwann mal noch ein neues MMORPG anfangen. Ob es Final Fantasy ist, können wir mal reinschauen. Wenn es uns nicht so gefällt oder die Parts halt einfach zu langweilig werden oder so, euch nicht gefällt dadurch. Dann können wir mal schauen, ob wir Tezo oder World of Warcraft Classic spielen. Ja, für alle Add-ons zu kaufen, habe ich nämlich so Lust bei World of Warcraft. Sind schon ein bisschen teuer noch. Aber gut, der Programm Barbaro ist noch hier. Ja, sind einfach viel am Leveln jetzt momentan und wenig am Warzone machen. Deshalb sind die Parts auch ein bisschen langweilig hier. Wenn ihr Ideen habt, zum Beispiel RuneScape, könnte ich auch mal nochmal machen, aber das kommt bei YouTube nicht gut an, da müsste ich Livestreams machen und ich müsste ja bezahlen, monatlich. Aber bei Final Fantasy 10, 14 muss man ja nicht monatlich zahlen, bis Level 30. Und dann gibt es, glaube ich, auch nur eine erweiterte Version, wo man zahlen muss. Werden wir ja dann sehen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube aber nicht. Also ich weiß es nicht.
So, ich werde wahrscheinlich das Video jetzt noch nicht schneller machen. Also für alle, die ja, genug gesehen haben von diesem Part, dürfen gerne abschalten. Für die anderen, ja, es wird halt ein bisschen langweilig, weil ich nur Golems eigentlich töten möchte und Elite-Aquantis. Die aber nicht so viel geben, weil sie einfach zu langsam gehen. Muss ich halt schauen. Aber ein Level-Up möchte ich in diesem Part natürlich noch haben. Das geht schon klar. Da braucht man nicht lange. Ja. Sonst hatte ich mega geiles Fest. Also am letzten Tag letzten Jahres. Das ist so also genial, dass man einfach ein Jahr getrennt ist. Jetzt haben wir eine Tischbombe abgelassen und die Katze getan. Und die Katze, also die Kira, nicht die Samira, die ist ausgeflippt. Die hatte so mega Angst, nur wegen der Tischbombe. Und da kamen so viele Spielzeuge raus und die hatte heute Morgen so viel Spaß ab den Spielzeugen. Aber ab die Bombe, tragen wir nur die Bombe in den Händen, hat sie sofort wieder Angst. Das ist so eine arme Katze. Aber das ist mein Vater, der ist halt immer so ein bisschen, ja, hinrissig gegen Katzen. Macht ihnen immer wieder Angst und so sagen, ist nicht so toll, aber ich kann das nicht. Ich kann ihm das nicht sagen, er soll aufhören, der macht einfach weiter. Jo, und sonst, ja, hatten wir lange noch Minecraft gespielt, ich und Knatrix. Und, ja, einfach viel Spaß. Ich freue mich, dass es einfach wieder auch ein bisschen spaßiger wurde. An Weihnachtszeit waren alle so still. Und jetzt, ja, Ende Jahr und neues Jahr sind alle wieder ein bisschen flotter unterwegs. Das motiviert mich natürlich auch wieder ein bisschen mehr zu arbeiten an den Videos und am Fußballtraining und so weiter. Ja. Und wie geht's euch so? Seid ihr auch wieder ein bisschen aufgeheitert oder wart ihr schon immer heiter? Heiter und willkommen, wolkig mit Aussicht auf ja, Fleischbällchen, glaube ich, heißt es. Weiß es nicht mehr. Ja, noch ein paar Filme geschaut, weil ich sehr wenig geschlafen habe. Habe noch ein paar Filme geschaut. Nach ungefähr 10 Jahren endlich mal wieder Dragonheart. Ja, das war ein guter Film, aber es war natürlich schlechte Qualität von den Aufnahmen. Also die Drachen waren 1996 noch nicht so aufgelöst wie heutzutage bei Game of Thrones oder so. Aber es ist ein mega guter Film. Schade, dass er nicht so gute Kritik bekam. Aber ich habe immer das Gefühl, Filme, die ich gut finde, haben eine schlechte Meta-B oder wie man dem sagt, also da die allgemeine Testwertung. Und ja, dann schaue ich natürlich immer an. Auch schlechtere Teile, weil die guten Teile einfach überhyped sind. Jeder natürlich frei wählen kann, wer welches hoch bewertet und nicht. Diese Wertung müsst ihr gar nicht anschauen. Die meisten Filme oder Spiele haben niedrige Wertungen und sind besser als die oben guten Wertungen. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso The Witcher 3 so gut ankommt immer noch. Wieso? Das Spiel war nichts Besonderes. Okay, gute große Welt, aber das Kampfsystem war blöd. Story war nicht so gut. Und zwar, ich habe das Spiel selber gekauft damals. Aber ich habe es nie so richtig gespielt. Nach einiger Zeit da im Sumpf und dann in diesem Wald, da reicht es mir. Ich wollte nicht mehr weiterspielen. Ich bin halt nicht so ein Action-Adventure-Spieler. Rundenspiel eher. Aber für mich muss halt ein Spiel irgendwie einen Sinn haben. Wenn du merkst, ja, du bekommst jetzt nicht neue Schwerter, oder also du kannst immer nur ein schnelles Schwert und ein langsames Zweihandschwert tragen. Und der Charakter verändert sich äußerlich nicht und so, dann habe ich keine Lust. Ich muss eine Motivation an Items haben, die mich stärker machen. Deshalb hatte ich ja bei Minecraft immer so Langeweile, wo ich die Diamantrüstung bekommen habe. Ich hatte die Rüstung dann und konnte nichts mehr verbessern, bis das Verzauberungssystem kam, aber dann ist es auch relativ schnell wieder, ja, aufgebraucht. Was ich brauche, ist Motivation weiterzuspielen.
Ich brauche die Motivation. Die bietet jetzt zum Beispiel Regnum sehr an, aber ich finde einfach keine Items. Sie droppen nichts. Wir haben noch nichts gefunden. Wir haben nur drei Sachen gefunden. Und zwei sind von den Aquantis. Nein, einer ist vom Aquantis und zwei sind vom Steingolem. Und ja, das motiviert mich halt auch nicht so mega. Aber ich werde das Projekt natürlich weiterführen. Nur eben, ja, sorry, wenn manchmal Pausen kommen, dann habe ich halt gerade keine Lust oder bin schwer am Leveln oder am Suchen von Items. Und deshalb, ja, ist es halt so, dass so ein Regen nicht so viel kommt. Ihr dürft gerne Kritik aussenden, sagt, ich muss mehr Parts machen, aber ja, wenn es halt keinen Spaß macht, dann macht es halt keinen Spaß. Das ist das Problem, oder? Spaß müssen auch andere Spiele bringen und dazu bin ich einfach verleitet, langsam zu sagen, bitte helft mit, spielt mit. Auch wenn ihr denkt, ja, das Spiel macht keinen Spaß für euch, es macht trotzdem mir extremst viel Spaß und das wird euch auch sehr viel Spaß machen. Weil, ja, es ist halt nun mal ein langsameres Spiel, es ist nicht so viel los. Es ist manchmal ein bisschen unfair wegen den anderen Spielen, die Level-Killer sind und so, aber das Spiel ist gut genug, um wirklich gespielt zu werden. Nicht immer auf die Kritik von anderen schauen, sondern ja, selber denken, ob das Spiel etwas für euch ist. Das ist nämlich wichtig heutzutage. Sonst kommen immer weniger Spiele raus. 2019 war wirklich ein Tiefpunkt in der Spieleentwicklung, die über 80% Bewertung haben von 100. Und das zeigt schon, Gaming-Industrie stirbt aus, wenn der Mensch nicht motivierter ist. Und ja, 2020 wird noch schlimmer, laut GameStar-Prognose. Es werden noch weniger gute Spiele rauskommen und mehr Müll. Also unterstützt doch einfach die guten Spiele, wo ihr den Spaß habt. Und zeigt es den Entwicklern, dass sie Spiele braucht. Dass ihr Motivation habt, ein neues Spiel zu kaufen. Weil sonst kommen halt immer mehr Free-to-Play-MMORPGs raus oder so, die einfach nichts bringen, die eben asiatisch sind, Grinding und so Sachen. Der Mensch muss fühlen, muss den Entwickler zeigen, dass Grinding nicht gut ist. Und ja, der Mensch entwickelt sich in der Gaming-Industrie eigentlich zurück. Er wird nicht intelligenter. Er wird eher dummer. Also der Mensch zeigt eigentlich bei der Gaming-Industrie, wie dumm er ist. Weil er natürlich immer ja dem Spiel nachhypt, das gerade momentan gut ist und so unterstützt die weniger guten Spiele und die werden dann auch besser. Dann habt ihr mehr Auswahl, wenn ihr die weniger guten Spiele unterstützt. Also zum Beispiel Champions of Regnum. Ich habe jetzt bemerkt, die Entwickler sind motivierter. Sie haben jetzt auch wieder die Datenbank aufgeräumt heute Morgen. Da wollte ich ein Part aufnehmen. Hatten Spieler eine Party. Und dann bin ich einfach rausgeschmissen worden. Und als ich wieder reinkam, waren so ungefähr 10 Syrten dort. Ich bin so glücklich, dass ich einem ausweichen konnte. Der hatte Low HP. Und war anspruchsvoll und ich konnte abhauen. Weil ich wusste, gegen einen Hexenmeister habe ich keine Chance, auch wenn er nur anspruchsvoll ist. Und deshalb habe ich da lieber den Kürzen gezogen, deshalb nicht gestorben. Aber es war knapp. Der hatte nämlich mich gejagt bis zu diesem Turm, der hier unten ist. Der da. Also hier war ich ungefähr ausgelockt wegen dem Ding. Und dann ging ich hier runter, also wollte hier kurz verstecken oder hier rüber gehen wegen einem Weihnachtsbaum, genau so. Ungefähr so habe ich einen Bogen gemacht. Dann waren hier 10 Syrten. Also unglaublich, weil die Syrten sind alle da, aber die Alsen und Igen nicht. Ich finde es so schade, weil eigentlich müsste mehr Balancing sein von den Reichen. Aber die Entwickler machen da auch gar nichts. Wie wäre es jetzt zum Beispiel, sind nur 10 Syrten da? Jetzt mache ich 6 Syrten ein bisschen weniger. Und dafür 20 Igen und 30 Alsen. Dann bekommen die 30 Alsen einen Debuff, die eben 1/3 schwächer werden, also dass sie 1/3 schwächer werden. Und wenn jetzt
30 Syrten dazukommen, also plus 10, plus 20, 20 dazukommen, dann werden die Syrten auch geschwächt und die Eisen bleiben soweit. Jetzt locken sich aber 10 Eisen aus, dann werden die auch wieder ein Drittel schwächer und die Igen werden, werden so stark wie die Igen, weil die 28 sind. Oder waren die 30? Ne, die waren 20, genau. Und deshalb, so ein Ding wäre das gut, oder? Dass man wirklich schauen muss, wie viele Spieler online sind irgendwo. Zum Beispiel hier oben eine Zahl ist. Also die hier zum Beispiel die drei Zeichen sind, nicht nur Alesius. Und dann sieht, oh, man ist schwächer gegen Spieler, nicht gegen Monster. Gegen Monster ist man dann nicht schwächer, aber gegen Spieler. Oh, wir sind jetzt gerade unterlegen. Jetzt mache ich mal einen Angriff auf Syrtis oder auf Ignis. So etwas, oder? Das wäre viel besser als zum Beispiel jetzt die ganze Zeit Syrten doppelt, dreifach siegen zu müssen. Das ist, ja. Ich kann es halt nicht. Ich bin noch Low Level. Also, jetzt machen wir noch das Level fertig und dann gehen wir mal noch kurz in die Warzone schauen, ob irgendwas los ist, aber ich denke nicht. Ja, ich bleibe lieber hier. Und bände dann halt Bart und levele weiter. Ja, schade, sind so wenig Golems hier. Geh irgendwo anders leveln, am besten den Katzen, den Säbelzahntigern oder irgendwas sonst. Oder ich töte einfach grüne Schildkröten auch noch. Ja, werde wahrscheinlich die Schildkröten auch noch töten. Die geben wenigstens Items. Die Golems und die Aquantis nicht. Verstehe ich nicht. Also, verstehe es echt nicht. Wieso manche Monster eigentlich nur Geld bringen oder eben diese Edelsteine. Oh gut, habe ich den noch besiegt. Die Salamander könnte ich eigentlich auch noch besiegen, aber die sind sehr einfach. Ja. Lol, der hat noch angegriffen. Hey. Gibt's noch? Spielcharakter Autokampf ist so kacke. Wieso wird man sowas von unterfordert, nicht mal den Gegner anklicken zu müssen? Einfach Autokampf. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe den Grund der Entwickler nicht. Ja, größte Mob-Lude. Ja, die Entwickler haben schon gefragt, die Fans haben schon gefragt, wie viel denn momentan Regnum wert ist und die Entwickler. Und sie sagen nichts. Sie hätten wenigstens sagen können, sie wären ein paar Millionen wert. Dann hätten sie wenigstens die Fresse gehalten, die Fans. Aber irgendwie kam die Diskussion im Discord-Forum auf, dass die Spieler lieber den Entwickler kaufen, weil der Entwickler sowas von abartig schlecht designt. Schlechte Patches rausbringen, ankündigen. Wer braucht schon diese Kack-Warzone-Insel, also diese Insel, PvP-Insel? Braucht niemand, es wird niemand spielen. Ich war erst kürzlich im Luftschiff bei Monte. Es war niemand dort. Niemand. Sie haben es, glaube ich, bis Level 30 schon eingefügt. Aber es ist niemand dort. Der Patch ist für nichts. Es ist eine Gurke. Mehr ist es nicht. Und deshalb, ja, verstehe ich das nicht. Was machen die Entwickler noch für das Spiel? Nix. Gar nichts mehr. Ich finde das einfach scheiße. Deshalb sollte man eigentlich die Entwickler kaufen können. Die sind so ignorant. Die wollen lieber Handyspiele entwickeln, die einfach sinnlos sind. So Slots. Also eins ist irgendwie Slots, Casino-Slots. Und das andere ist irgendwie so eine Art Plötzchen verschieben oder so etwas, weiß ich auch nicht genau. Könnt ihr gerne mal informieren, NGE, New Down Entertainment oder so etwas. Weiß es gar nicht mehr. Das interessiert mich echt nicht. Ich rede das wirklich nur im Part. Sonst mache ich mir nie Gedanken über die Entwickler oder so. Aber das ist einfach zu anzusprechen, oder? Das informiert euch ein bisschen mehr. Und natürlich ist es ein bisschen nörgeln. Aber das braucht man heutzutage einfach, damit irgendwie etwas noch gut läuft. Du musst nörgeln in deinem Leben.
Das ist einfach so. Ich habe gelernt nörgeln in den letzten paar Monaten. Weil es halt einfach mich auch ein bisschen weiterbringt. Aber ja, das ist halt einfach so, dass es dann nicht gut ankommt und das verstehe ich. Deshalb nörgle ich eigentlich so wenig wie möglich. Aber es ist echt, im Spiel läuft einfach gar nichts. Ich bin Level 46 und kann kaum noch leveln. So, jetzt müssen wir ausruhen. Es reicht leider nicht fürs Level, also müssen wir noch kurz warten. Ich werde jetzt mal nicht so viel ausruhen. Und ja, ah, dasselbe Ziel, so antike sieht so cool aus. Ich finde die Grafik von den Monstern ist manchmal echt geil für das alte Spiel. Aber die Augen sind ja nicht gerade sehr lebendig. Komm, greif an. Ich bekomme doch jetzt ein Level, oder? Ich brauche noch 100, ja, das reicht, oder? Nicht? Doch, eben. Mega lange. Es dauert leider mega lang. So, dann gehe ich zurück, skille noch ein bisschen mehr. Ich brauche, glaube ich, noch Ausweichen passiv. Das geht mit Ausweichen. Und, ja. Dann mal schauen, nächstes Level. Ich glaube, ich habe keinen Bogen oder so etwas. Ja. Kein Bogen. Ah, die Schuhe. Handschuhe. 184. Plus 3. Wow. Nicht gerade viel besser. Dann kann ich den verkaufen. Und ja. Dann mal schauen. Hat sich halt nichts verändert. Ich bin Level 47, wow. Aber es hat sich einfach nichts verändert. Ich wurde nicht stärker irgendwie oder so. Und die Gegner wurden ein bisschen verletzlicher, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was, wenn jetzt zum Beispiel gelb ist. Ich glaube, die Gegner sind zäher. Oder wir machen mehr Schaden, wenn sie dann blau und grün werden. Machen wir dann mehr Schaden an ihnen. Wer weiß, das darf gerne mal kurz schreiben. Also dann, ja, mache ich mal fertig mit dem Part. Und eben vielleicht nächster Part, also dann kommen halt immer wieder so ein bisschen Leveling-Videos oder was, so ein Fighting-Videos mit geschnitten und ja, ein bisschen schnell gemacht. Manchmal, wenn der Kampf ist, ein bisschen langsamer gemacht werden. Muss schauen, weil das Programm ist mega langsam. Also, da hatte ich mal ein besseres, aber das ist down gegangen. Das war Freemake Video Converter, oder wie es hieß, und so etwas. Und der war viel schneller. Aber gut. Ich muss langsam halt auch mal Geld haben für ein Videoproduzierprogramm. Was würdet ihr, Sony Vegas, oder was würdet ihr empfehlen? Keine Ahnung. Also ich habe leider da eine sehr wenig Ahnung davon. Also dann. Viel Spaß noch mit dem neuen Jahr. Das wird noch 566 Tage dauern. Ist, glaube ich, Schaltjahr, oder? Keine Ahnung mehr. Naja. Dann bis nächstes Mal. Tschüss.